Tonspektakel in Berlin. Beim internationalen Junior Team Cup zeigen Weltklasse-Nachwuchsturner wieder Top-Leistungen auf Top-Niveau. Nicht nur, dass es für den Berliner Turn- und Freizeitsportbund der erste internationale Wettkampf seit Pandemiebeginn ist, nein, der Wettbewerb feiert dieses Jahr außerdem sein 25. Jubiläum. Die Atmosphäre ist einfach einzigartig. Ich glaube, alle haben sich lange darauf gefreut, wieder hier zu sein. Und dass es ausgerechnet auch der 25. ist, ich glaube, wenn das kein Zeichen ist, dass es jetzt wieder richtig losgeht mit dem Sport, dann weiß ich nicht was. Für 2 Tage wird Berlin zum Austragungsort für eines der weltweit größten internationalen Juniorenwettkämpfen im männlichen Geräteturnen. Trotz 2-jähriger Zwangspause ist der Wettkampf so beliebt wie eh und je. Der Zusammenkunft ist immer toll. Das Sprechen, das Treffen mit allen Trainern und Kampfrichtern ist hier, glaube ich, sehr gern gesehen. Und deswegen kommen auch alle wieder. Insgesamt 30 Teams aus 19 Nationen, darunter auch den USA, Großbritannien und Israel, zieht es dieses Wochenende nach Hohenschönhausen, um sich in 3 unterschiedlichen Altersklassen an 6 Geräten zu messen. Für manche ist der Wettbewerb ein Sprungbrett in die Weltklasse. Viele, die hier auch traditionell die letzten Jahre geturnt haben, dann später auf der großen Bühne, Weltmeisterschaften, Olympia, dann auch später sozusagen dort ihr Können zeigen konnten. So auch Olympionik Philipp Herder, der hier früher selbst als Teilnehmer an den Start gegangen ist. Großartig, da zu sehen, wie sind die anderen Nationen aufgestellt, andere Leute im gleichen Alter, wie gut sind die? Und der Vergleich ist einfach auch gut für die Kleinen. Den ersten Schritt in Richtung Weltspitze haben die deutschen Nachwuchsturner bereits gemacht und können sich nun über die ein oder andere Silbermedaille freuen. Wie zum Beispiel Merz Öztürk vom SC Berlin am Pauschenpferd, Noah Beetz vom SC Cottbus im Sprung und nicht zuletzt Jonas Eder an den Ring. Dadurch, dass halt so viele Turner sind aus auch so vielen Ländern, wird die Stimmung trotzdem aufrechterhalten, finde ich. Das Team des Deutschen Turnerbundes sichert sich außerdem in der Gesamtwertung den 2. Platz vor Italien und muss sich nur dem französischen Team geschlagen geben. Allerdings heißt es jetzt, nach dem Wettkampf ist vor dem Wettkampf. Und der nächste lässt gar nicht mehr so lange auf sich warten. Für uns als deutsche Nationalmannschaft ist es eine wichtige Vorbereitung auf die Junioren-Europameisterschaften im August und auf die EOF-Wettkämpfe im Juli. Um euch die Wartezeit bis Juli zu verkürzen, empfehlen wir euch, bei den Finals im Juni vorbeizuschauen. Dort könnt ihr euch auf weitere tolle Darbietungen auf Top-Niveau freuen.